Und damit recht herzlich willkommen bei Let's Play Minecraft. Ja, so, wir waren beim Ozelote zähmen, oder beim, ich war beim Zähmen der Ozelote und hab mächtig, gewaltig gefailt. Ja, Dummheit muss halt bestraft werden, ne? Wobei halt, dass man sehr leid tut mit dem Kill der Katze des Ozelots. Sorry dafür. Und sorry für die 10-Minuten-Folge, die eine. Das hat sich so gegeben, aber naja, es kann ja mal passieren. Die anderen waren dafür bei 2-3 Minuten länger, ne? Das macht ja nichts. Hoffe ich. Also, ist zwar nicht so schön, aber ich denke, man kann es verkraften, oder? So, und es wird schon wieder Nacht. Leg mich am Arsch. Halt, ich wollte in das Lagerhaus und wollte eben mal ganz kurz Dingens holen. Strings. Ich wollte nämlich noch ein bisschen angeln gehen. Muss ich ja mal ganz kurz zugeben, weil ja, auszuspielen ist scheiße irgendwie, weißt du, wenn dann da kannst du ja gleich in Creative gehen, scheiße, wir brauchen ja 3 Stickies. Ja, kannst gleich in Creative gehen, kannst du hier 64 Fische holen oder so. Das ist auch sehr schlau, dann weißt du, das, da brauche ich auch nicht irgendwie Let's Playen, da kann ich auch gleich cheaten. Was ist das eigentlich für ein Lied, frage ich mich gerade. Naja, wie auch immer. Warte mal, wir legen erstmal ganz kurz ein bisschen was weg. Ich weiß gar nicht, wozu man das ganze Koppelzeug gebraucht hat. Boah. Hoffel. Was hatte ich denn vor? Ich weiß es gar nicht. Das ist schon wieder so lange her. Egal, wir gehen erstmal pennen und dann gehen wir noch eine Runde angeln. Dann zähmen wir einen Ozelot, Miets, Katz, Mautz, Dingensbums und dann scheiße hier, so eine Fackel unten. Die sieht man durch den Boden durch. Das ist ja auch sehr scheiße. Naja. Wie auch immer. Warte mal, ich muss hier mal ganz kurz was gucken. Gut, so, hat sich erledigt. Gucken. Dann angeln wir eben mal kurz. So, tut. Komm, lass mich raus. Lass mich raus! Ja, auf jeden Fall sehr lustig heute. Übrigens, die Plattform hier gefällt mir sehr gut. Da ist der Turm wenigstens nicht ganz umsonst oder gerät nie in Vergessenheit, sage ich mal. Weil, ja, das Überbleibsel noch da ist, ne? Das ist dann, das sieht dann halt schön bebaut aus, finde ich. Das passt dann, denke ich schon. Boah, guckt euch mal die riesen Kackhöhle an wieder. Lol. Wo geht's denn hier rein? Seht ihr den Eingang? Ich sehe nichts. Hier ist ein Creeper oder was? Ein gigantisch großer Creeper, leck mich am Arsch. Egal. Wir gehen erstmal angeln. Angeln. Du bist voll der Angler. Ja, was... Ich würde ja gerne wieder ein Thema anschneiden jetzt, oder mal kurz drüber reden. Hui. Aber ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ich weiß nicht, ob es euch gefallen hat oder wie auch immer, aber... Ja, ich habe die Musik etwas sauber gemacht. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu leise oder irgendwas. Das wäre natürlich doof. Und Format Factory habe ich die Dezibelzahl etwas runtergedreht, was es verstärken soll, damit es dann vielleicht nicht mal ganz so laut ist. Ja, also, das Thema, was ich eben anschneiden wollte, ist... Amerika hat 1 Meter Schnee. Wahnsinn. Ja, stell dir schon mal vor, das war hier bei uns. Das wäre eine Katastrophe. Die Amis kommen doch irgendwie immer damit zurecht, finde ich. Also, ja, es sind schon Leute gestorben und bla. Und die haben auch ihre Mühe. Aber ich glaube, Deutschland oder Europa allgemein, die sind ja gar nicht auf sowas vorbereitet. Amerika hat ja Blizzard immer mal, sage ich mal, zwar nicht so extrem, aber weiß ich, 50 cm Schnee einmal, das kann ja mal passieren, sage ich mal, ne? Ja, und boah, wir würden hier in Schnee versinken, weißt du, das ist doch... Wenn ich mir überleg, war... Ja, Ben, hätte ich gedacht, ich habe zu spät gedrückt. Ja, wir würden hier im Schnee versinken und niemand würde uns rausholen. Wobei, ja, die lieben Landwirte, die haben ja viel Technik, die könnten natürlich helfen. Wobei das unentgeltlich scheiße ist, um ehrlich zu sein. Na, also, wenn du überlegst, du arbeitest dann mal 8 Stunden am Tag irgendwo anders. Also, ne, du musst halt arbeiten, ne, als Landwirt. Und dann tust du noch, keine Ahnung, 5-6 Stunden Schnee schieben oder sowas. Dann hast du den Diesel, die Arbeitszeit, dann bist du müde, kaputt und bla. Aber du kriegst nicht bezahlt. Das war doch voll kacke, sag ich mal. Ja, auf der anderen Seite, ja, es gehört zum guten Ton oder wie auch immer. Aber trotzdem. Du bleibst auf deinen Kosten sitzen. Man hat es ja nicht leicht als Bauer oder Landwirt, Dingsbums. Das ist ja... Ja, du musst ja sehen, wie du über die Runden kommst, ne? Das meine ich damit.
Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ja, Amerika muss damit zurechtkommen. Amerika kommt auch damit zurecht, dass, glaube ich, tief und fest. So, und jetzt, komm, wir brauchen, ich sag mal, 10 Fische. Machen wir 10 Fische, ne? Oder 12? Wir machen 12 Fische. Fische, Fische, Fische. Ja, diese Folgen in der letzten Zeit waren sehr langweilig, ich weiß. Aber, huch. Aber ich kann da auch nichts ändern. Ich brauche jetzt eine neue Katze. Das habe ich mir jetzt in den Kopf gesetzt. Und da wird jetzt geangelt, bis wenn da Fisch aus dem Wasser kommt, weil irgendwann ein Sprung kommt. Da gibt es ja auch dieses eine Video. Mann. Was? Was? Was ist das? Wie? Hä? Guten Tag, Herr Hagen. Hui. ja, da gibt es ja diesen komischen Fluss. Da fährt man mit dem Boot durch und dann springen die ganzen Fische hoch. Da wird man dann getroffen und was weiß ich alles. Und ja, die fliegen dann ins Boot und da hat man gleich geangelt sozusagen ihn direkt. Das ist auch nicht schlecht, sag ich mal. Scheiße, das war zu spät, verdammt. Wow. Huch. Ja, das... Wir haben uns überlegt, ne? Eigentlich geil. Warum dann manche so fischen und so, also angeln, also, ne? Wenn du einfach durch den Fluss fahren musst und dann hast du deine Fische, das geht ja auch ganz toll. Ja, aber... Ja, es ist ja der Reiz beim Angeln, ne? Das ist ja... Du hast das gefangen, weißt du? Der Fisch, der ist nicht alleine ins Boot geflogen oder irgendwo hin oder in deinen Schoß. Was auch immer da in deinen Schoß will. Hm. Ja. Auf jeden Fall ist das schon... Ja, Angeln ist halt... Ist halt wie Jagen, nur ein bisschen anders. Du hast halt statt ein Gewehr eine Angel und... Statt du was schießt, tust du halt was an den Haken häkeln. Hogen, Hagen, Hiegen, Hogen, Hagen. Scheiße, das Wasser hier in die Mitte fließt. Also hier links unten in der Ecke. Also jetzt links unten in der Ecke ist scheiße. Naja, kann man auch nichts ändern. Fallen. Aha, man kann sogar durch Bambus durchgucken. Das wusste ich gar nicht, aber... Wow. Also ja, ich weiß, man kann durch Bambus durchgucken, aber ich habe nicht gedacht, dass das dann so ist. Weißt du? Dass es so hier ist. Kann ich auch? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Hallo, Herr Haken. Ja, ich steuere schon wieder viel zu viel rum. Ich merk's. Boah, das ist ja auch wieder so ein Thema hier mit diesem Schleppnetzfischerei und so. Das ist ja auch, oder Walfänger, das ist ja auch. Weiß nicht, ob ihr schon mal D-Max angeguckt habt oder so. Oder ob ihr Fernsehen guckt groß. D-Max ist ja hier Rail Wars oder wie es heißt, Krieg den Walfängern. Und ja, das ist schon manchmal sehr interessant, sage ich mal. Aber, ja, ich guck's nicht an direkt. Ich guck nur mal vorbei, wenn nichts läuft oder was. Oder wenn ich halt mal Zeit habe und mal meine Ruhe haben will oder irgendwas, bla bla, dann guck ich halt mal gerne D-Max an, weil so ist halt, ne? Ja, das ist halt schon ziemlich krass, was die da abziehen, die Japaner und die anderen, was da, wer da alles rumfischt. Mit ihren Harpunen und bla. Ja, schön an hier. Ja, das ist dann ein bisschen... Ja, das ist irgendwie... Ich frage mich, was es denen bringt, ne? Irgendwas war ja auch, was die Potenz steigert. Wow! War das sogar Wolffleisch oder irgendwas? Ich weiß gar nicht. Oder was die Potenz steigern soll, sag mal so, ne? Das ist ja ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Scheiße, das war zu früh, oder? Ja, klar. Das ist halt ein bisschen blöd, sag ich mal. Also ich mag das nicht, wenn du da Wale fängst oder irgendwas oder irgendwelche bedrohten Tierarten. Es sei denn, das ist wirklich irgendein Viehzeug, was, also zum Beispiel eine Mücke oder irgendwas, die können ruhig alle sterben. Krankheitsüberträger, nervisches Insektenviehzeug halt, was sticht. Das ist, ja, das ist schon ein bisschen blöd, ne? Hm. Ja, was könnte ich denn mal noch erzählen? Ja, am Anfang ging es gut los hier mit den Angeln und jetzt ist hier gerade Ebbe. Es war auch ab und zu mal ein Fail von mir mit den rausziehen, aber naja, passiert. Na los, mach was. Scheiße, das war zu spät. Mann, ich würde mich am liebsten jetzt hier den Kopf in den Sand stecken. Hat er jetzt? Nee, hat nicht, ne? Na egal.
Habt ihr das am, welches heute, am 10.10., also am 9.10. Vox angehuckt, hier 20.15 Uhr. Ich war so kaputt, ich bin dann bei eingeschlafen, aber am Anfang habe ich gesehen, da ist ja dann, ja, weißt schon, Apokalypse, bla bla, und der Nordpol schmilzt und bricht auseinander, der Meeresspiegel steigt um 7 Meter. Eine Eiszeit bricht herein, England wird vom Eis verschluckt und 10 Meter Schnee und bla blub, das ist alles, war irgendwie alles da drinnen so mit in den Film. Aber ja, das ist auch so ein Thema, ne? Wenn du da überlegst, wenn die Welt untergehen wird da irgendwann mal, also die Welt geht ja nicht unter, wir gehen unter. Durch das Wetter halt, ne? Das ist halt, die Welt kann ja nichts dafür, sage ich mal. Wir gehen ja unter. Die Menschheit geht unter. Kann man auch auf N24 mal so einen Bericht, habe ich auch nicht angeguckt, das war mir zu spät. Da hätte ich ja nur noch 3 Stunden Schlaf gehabt. Was wollte ich sagen? Ach so. Ja, ich kann das irgendwie nicht. Egal. Auf jeden Fall ist das dann ziemlich außer Kontrolle geraten. Das ist wie hier 2012 hier von Florian Emmerich oder wie er heißt. Das ist ja auch so ein Weltumgangsszenario. Das ist ja alles, ne, das ist alles, ja, das kann ja alles eintreten, sag ich mal, ne. Man kann ja nicht sagen, dass es jetzt überhaupt nicht eintretbar ist oder einzutreten hat oder wie auch immer. Das kann ja alles passieren. Science Fiction war auch vor 20 Jahren das, was wir heute leben oder was. Das ist ja, oder Elektroauto, Science Fiction, weißt du, oder das habe ich jetzt, ich wollte eigentlich jetzt pennen gehen, deswegen habe ich die an mir eingeholt und habe mich schon rausgeholt. Krass, freue ich mich, schön. Ja, auf jeden Fall ist das dann, ja, auf jeden Fall ist auch so mein Standardspruch irgendwie, ne. Jedenfalls ist es auch mein Standardspruch, aber gleich ist die Angel zu Ende, jetzt ist die Angel zu Ende, jetzt gehen wir aus pennen. Hey, ich nehme mit 30 FPS auf. Wahnsinn. Letztes Mal waren es nur 20. What? Halt, die Bett ist oben. Ich habe erst kurz überlegt. Nee, ist unten. Ach nee, oben. Scheiße. Huch. So. Ich schlafe mit der Angel im Bett. Krass. Vor allem ist es immer noch drinnen. Lol. Huah. Warte mal, ich mach mal. Das interessiert mich mal, ob das jetzt ein Bug ist oder was. Wenn ich jetzt einfach hier lang gehe, da schneidet sich die Angelschnur durch das Holz. Boah, was war denn das für ein Bug? Wo war denn der Bug? Cool. Wo war denn der? Irgendwo war auch so ein Bug, da hast du immer so einen Streifen gehabt, wo du laufen, gelaufen bist. Also da war so ein, war das Battlefield 2? Da war dann ein Punkt und dann hast du dann diesen Streifen gesehen die ganze Zeit. Das ist irgendwie ganz komisch gewesen. Das war, was, Battlefield 2? Ich weiß gar nicht. Ist ja auch egal. Übrigens, jetzt geht die Sonne auf. Nein, die Sonne geht nicht auf. Oh, geil. Blauer Himmel, Schnee liegt draußen und Dingens, bla. Sonne scheint. Finde ich echt so ein krasses Wetter zur Zeit. Weißt du, wenn du in der Sonne gehst, hast du 20 Grad warme Kleidung. Mindestens. Also da ist es mir richtig warm meistens. Und gehst in den Schatten, ist es extrem kalt, also nicht extrem kalt, aber kalt. Komm, wir fangen. Nein, 13 ist eine Zahl des Unglücks. Ja, dann, ja, Schnee und so, bla, ist alles. Weißt du, was ich jetzt mache? Ausschlägen. Ich mache jetzt das weg, das habe ich ganz vergessen, ey. Das ist ja sowas von Kacke.